Und ich möchte Sie herzlich begrüßen zum Vortrag von Sahaja Yoga Meditation. Das eigentliche Thema ist: Erfahren Sie die Tiefe der Meditation durch die sanfte Erweckung der Kundalini-Energie. Wir haben dieses Thema gewählt, weil im Bereich des Yogas oder von diversen Yoga-Richtungen auch von Erfahrungen, von kritischen oder unangenehmen Erfahrungen der Kundalini berichtet wird. Diese Erfahrungen können wir nicht teilen. Aus dem Grund bitten wir Sie, all das, was Sie vielleicht gehört haben, mal beiseite zu legen. Die Kundalini ist unsere spirituelle Mutter, die uns führt und leitet auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Wenn die Kundalini-Energie wirklich durch eine autorisierte Person erweckt wird, dann kann es absolut keine negativen Nebenwirkungen haben. Sahaja Yoga bedeutet spontanes Yoga, wobei wir Yoga jetzt nicht als Tätigkeit sehen oder als Körperübung oder sonstiges, sondern aus unserer Sicht ist Yoga ein Zustand, den wir erreichen können. Es ist auch eine Meditationsmethode, die einen sehr positiven Einfluss hat auf unsere Evolution. Das heißt, man kann durch Meditation, durch Sahaja-Yoga-Meditation in seiner persönlichen spirituellen Evolution doch einige Schritte weitergehen. Beziehungsweise es ist sogar möglich, dieses höchste Ziel zu erreichen, und das ist die Gottverwirklichung oder Selbstverwirklichung. Und ich werde da noch ein bisschen drauf eingehen. Übrigens, ich werde versuchen, den theoretischen Teil des Vortrags möglichst kurz zu halten, und ich möchte dann gern mit Ihnen gemeinsam eine Meditation machen. Sahaja Yoga ist interreligiös. Es wird von Menschen praktiziert, die aus allen möglichen Religionen stammen. Es ist eine spirituelle Lehre und keine Religion. Es beruht auf dem Prinzip, dass in uns Menschen ein feinstoffliches System eingebaut ist mit sogenannten Energiezentren. Das sind psychosomatische Energiezentren, auch Chakren genannt, die entlang der Wirbelsäule, eigentlich innerhalb der Wirbelsäule vorhanden sind und auch Chakren genannt werden. Chakra heißt Rad, das ist quasi ein Energierad und ist ein Energiezentrum, das auf der feinstofflichen Ebene die körperliche Ebene kontrolliert. Und es gibt eine Korrelation zwischen den Energiezentren und diversen Nervenplexen. Zum Beispiel das Energiezentrum im Bauchbereich korrespondiert mit dem Solarplexus und so weiter. Ich möchte jetzt da nicht mehr ins Detail einsteigen. Sie können gerne Meditationskurse besuchen, wo Sie dann all dieses theoretische Wissen vermittelt bekommen und auch die Erfahrung. Was vielleicht für einige neu ist, jetzt nicht unbedingt das dritte Auge, das mit dem Optik-Thalamus, mit diesem Punkt, wo sich die Sehnerven kreuzen, korrespondiert, aber dieses oberste Energiezentrum, das Kronenchakra in uns, das wissen die wenigsten, das korrespondiert mit der limbischen Zone im Gehirn, und diese limbische Zone ist quasi dieses Zentrum im Gehirn, das aktiv ist oder aktiviert wird. Aktiv ist, wenn man positive Emotionen hat, wird auch als Lustzentrum bezeichnet. Und genau dieses Zentrum, dieses Gehirnzentrum wird aktiviert, wenn eine innere Energie aufsteigt,
die sich Kundalini-Energie nennt. Die sitzt hier im Kreuzbein am Ende der Wirbelsäule, und wenn sie von einem autorisierten Menschen erweckt wird, steigt sie auf. Es setzt auch voraus, dass die Energiezentren entlang der Wirbelsäule in einem so halbwegs ausgeglichenen Zustand sind. Wenn Menschen, die schon sehr in Extreme gegangen sind, zum Beispiel mit Drogen oder Alkohol, da kann es sein, dass die diverse Energiezentren so stark blockiert sind, dass die Kundalini-Energie entweder nur sehr schwer oder möglicherweise gar nicht erweckbar ist. Aber ich sage jetzt einmal, bei 95% oder 98% aller Menschen, die so halbwegs ausgeglichen sind, kann diese Energie erweckt werden. Kundalini ist auch nichts anderes als die Kraft des Heiligen Geistes im Christentum. Das ist jetzt eine sehr gewagte Verbindung. Aber ich zeige Ihnen da ein paar Fotos, und auch diese Erfahrung in Menschen, die Sahaja Yoga praktizieren, gehen genau in diese Richtung. Ist die Kraft des reinen Wunsches und ist unsere spirituelle, mütterliche Energie. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Darstellungen älterer Natur über die Chakren, Energiezentren, beziehungsweise was man von der Kundalini-Energie spüren oder sehen kann. Einige Darstellungen aus der Gegenwart, beziehungsweise historische Darstellungen, wo die Yogis, die meditierenden Yogis, mit einem großen Kronenchakra dargestellt werden. Und es gibt auch Darstellungen aus der Religion, wo die zum Beispiel zum Pfingstereignis die Apostel mit diesen Feuerzungen über dem Scheitel dargestellt werden. Und da ist eben gesagt worden, dass sie zu dem Zeitpunkt den Heiligen Geist empfangen haben. Oder hier ein paar andere Darstellungen. Es geht immer darum, dass der Kopf ein ganz wichtiger Körperteil ist in der Spiritualität, im Yoga, auch in der religiösen Praxis, und der Mensch quasi von oben her erfüllt ist von der alles durchdringenden göttlichen Kraft. Und das ist genau das, was man wahrnehmen kann, wenn diese Kundalini-Energie in uns aufsteigt. Vielleicht nicht gleich zu Beginn, vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber es nach und nach, wenn man das, wenn die Kundalini-Energie einmal erweckt ist und man fördert das durch eine regelmäßige Meditation, dann wird diese Kundalini auch immer stärker und wird uns immer mehr die Verbindung zum Absoluten bringen. Und das ist genau das, was Yoga bedeutet. Yoga heißt Verbindung mit dem Absoluten. Man könnte auch sagen, das ist so mit dem Wort Anjochen in Verbindung. Noch dann das nächste Thema, die Meditation. Ist das, aus meiner Sicht ist das keine reine Entspannungsmethode, sondern aus unserer Sicht ist Meditation ein Zustand, bei dem man dieser Kundalini-Energie die Möglichkeit gibt, diese praktisch aktiviert, damit sie stärker in uns aufsteigen kann und aktiver werden kann. Und eine Definition von Yoga bzw. Meditation, die mir auch sehr gut gefällt, aus dem Yoga-Sutras von Patanjali, und die lautet: Yoga ist freiwillige Vermeidung von irrelevanter mentaler Aktivität. Ganz wichtig ist in der Meditation, dass man einen Zustand erreicht, in dem die Gedanken
zumindest, oder die mentale Aktivität zumindest vermindert ist. Das eigentliche Ziel ist, komplett gedankenfrei zu werden. Wir sprechen dann von gedankenfreiem Bewusstsein. Und erst wenn wir die Gedanken zumindest reduzieren oder ganz ausschalten können, können wir wirklich innere Erfahrungen unseres Selbst machen. Die Gedanken hindern uns daran, unser Selbst zu erfahren, beziehungsweise sie hindern uns auch daran, an die göttliche Dimension angeschlossen zu werden. Und die ganz, ganz wichtigen, tiefen Erkenntnisse im Leben, die kann man nicht auf einer mentalen Ebene erreichen, sondern die kann man nur in der tiefen Meditation erreichen. Und diese Erkenntnisse, wir nennen das zum Beispiel Intuition oder so Ahnungen, diese Zustände kennt auch im Prinzip jeder. Jeder hat schon intuitive Erfahrungen gemacht, wo man einfach Dinge weiß, obwohl man es eigentlich verstandesmäßig gar nicht wissen könnte oder sollte. Dann, wie kann man meditieren oder wie meditiert man aus unserer Sicht? Man sollte sich erstens Zeit nehmen, entspannen, in sich gehen, versuchen eben abzuschalten, vor allem die Gedanken abzuschalten, und in diesem Zustand kann dann die Kundalini-Energie zu fließen beginnen. Was sind die Effekte einer regelmäßigen Meditation? Die Verbesserung des Zustandes der Chakren. Die Kundalini-Energie reinigt auf sanfte Art und Weise von innen her die Chakren. Und was reinigt es eigentlich? Ja, in unseren Chakren sind bekanntlicherweise nicht nur all diese Qualitäten, diese menschlichen Qualitäten, sondern wir haben auch Blockaden, und diese Blockaden stellen sich quasi dieser Kundalini-Energie entgegen. Dann körperliche und physische und psychische Ausgeglichenheit, die innere Balance, von der man spricht. Das eigentliche Ziel von jedem Yoga sollte die Selbstverwirklichung sein. Und das Selbst in uns ist die Quelle der reinen Freude, Glückseligkeit und der Liebe. Es sind Qualitäten, die dem Herzzentrum, dem Herzchakra zugeordnet sind. Und diese Auswirkung oder die Effekte der Selbstverwirklichung sind nicht nur jetzt diese innere Freude, die Liebe, die man in sich spürt, sondern es kann auch am Zentralnervensystem wahrgenommen werden in Form einer kühlen Brise. Das heißt, wenn die Kundalini aufsteigt, kann man eine kühle Brise über dem Scheitel spüren, im Idealfall. Wenn allerdings die eine oder andere Blockade im Energiesystem ist, dann wird man das sehr wohl nicht mehr kühl spüren, sondern durch Wärme, weil die Blockade in uns, dadurch entsteht Reibung, und diese Reibung spürt man dann durch Wärme oder sogar als Hitze im Körper. Der innere Friede ist eher ein angenehmer Nebeneffekt, aber auch sehr wichtig. Und das gedankenfreie Bewusstsein, habe ich schon gesagt. Und ein weiterer Effekt der Kundalini-Erweckung ist ein Zustand, in dem man sich seiner eigenen Chakren und Energiezentren bewusst wird. Aber nicht nur seine eigenen. Man kann bei sich selber spüren, wo man zum Beispiel Blockaden hat, sondern man kann das dann auch nach und nach lernen, zu spüren, zu erfahren, welche Blockaden zum Beispiel ein anderer Mensch hat. Das kann über große Distanzen auch funktionieren. Ja, dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz ein paar Beispiele aus der Sahaja Yoga
Meditationsforschung präsentieren bzw. ganz kurz anschneiden. Es wurde hier untersucht, wie sich Sahaja-Yoga-Meditation auf die Therapie von diversen physischen Beschwerden auswirkt. Und da wurde untersucht, zum Beispiel Bluthochdruck, also da wurden zwei Gruppen gebildet, eine Gruppe, die normal mit Medikamenten behandelt wurde, und eine zweite Gruppe, die ausschließlich Sahaja-Yoga-Meditation praktiziert haben. Und da sind halt bei Bluthochdruck-Patienten Menschen mit Ängsten, Stress oder ADHD, was diese Hyperaktivität speziell in Kindern ist, sind sehr signifikante Ergebnisse erzielt worden, insofern, dass die Symptome von diesen Krankheiten bei der Gruppe, die Sahaja-Yoga-Meditation praktiziert haben, signifikant besser geworden sind gegenüber der Kontrollgruppe, die herkömmliche Methoden angewendet haben. Auch bei psychosomatischen Krankheiten kann die Sahaja-Yoga-Meditation sehr gute Dienste leisten. Auch bei Bronchialasthma. Sie sehen hier die einzelnen Wissenschaftler, die diese Untersuchungen gemacht haben. Ich möchte das jetzt nicht alles so im Detail besprechen. Ich wollte nur darauf hinweisen. Auch bei Epilepsie, Migräne oder Angst, Neurosen, Depressionen. Beziehungsweise auch bei Menschen, die drogenabhängig waren, die Kontrollgruppe, die Sahaja-Yoga-Meditation praktiziert haben, konnten signifikant leichter geheilt werden von dieser Krankheit. Hier sehen Sie die Quelle, wo man da all diese Untersuchungsergebnisse nachlesen kann, sind diese beiden Seiten im Internet. Da sehen Sie dann alle Diagramme. Wie gesagt, die Zeit ist jetzt einfach zu knapp, um das alles zu erläutern. Die Dame, die das alles ermöglicht hat, sehen Sie hier auf dem Foto. Sie heißt Srimadaji Nirmala Devi. Sie ist die Meisterin und Gründerin von Sahaja Yoga. Und sie hat Sahaja Yoga, also sie ist schon als Kind mit Heilkräften ausgestattet gewesen. Sie hat eine erweckte Kundalini gehabt von Kind an. Und sie, nachdem sie alle familiären Verpflichtungen erfüllt hatte, sie hat zwei Töchter, nachdem die verheiratet waren, hat sie sich der Verbreitung dieses Weges von Sahaja Yoga gewidmet. Und das hat begonnen am 5. Mai 1970. Da war sie selber Zeuge eines ganz tiefen Ereignisses im Universum. Nämlich am 5. Mai 1970 in einer sehr tiefen Meditation hatte sie die Erfahrung, hat sie gesehen, wie das oberste Chakra, dieses Kronenchakra, quasi im Universum geöffnet wurde. Und exakt ab diesem Zeitpunkt ist es ihr dann möglich gewesen, die Kundalini-Energie auch bei ganz durchschnittlichen, normalen Menschen, wie wir es sind, zu erwecken. Und das ist der große Durchbruch von Sahaja Yoga, dass wir diese Kundalini-Energie erweckt bekommen können, ohne uns jetzt jahrzehntelang vorzubereiten, wie es zum Beispiel im klassischen Kundalini-Yoga notwendig gewesen ist, wo man Askese praktizieren musste und so weiter und so fort, und dann durch einen erleuchteten Meister diese Erleuchtung, Kundalini-Erweckung bekommen hat. In Sahaja Yoga ist der Weg ein umgekehrter. Man beginnt mit der Erweckung der Kundalini, und im Lichte dieser Kundalini-Erfahrung hat man dann die Möglichkeit, sich zu reinigen, um diese Erfahrung zu verstärken und zu intensivieren.
Das ist die Familie von Srimadaji. Ihr Mann war viele, viele Jahre als UNO-Diplomat tätig, war der Sekretär einer Unterorganisation der UNO für die Schifffahrt. Und dadurch ist sie auch in der, sehr viel gereist mit ihrem Mann. Srimadaji hat einige Auszeichnungen bekommen, beziehungsweise zum voriges Jahr, zu ihrem 86. Geburtstag, hat ihr sogar amerikanische Präsident mit seiner Gattin gratuliert. Hier ist das Glückwunschschreiben. Wir wünschen Ihnen das Allerbeste zu diesem speziellen Geburtstag. Sie sind im Laufe der Jahrzehnte Zeuge von großen Meilensteinen der amerikanischen Geschichte geworden. Srimadaji hat auch einen Wohnsitz in den USA. Und ihr persönliches Leben repräsentiert einen wichtigen Teil der amerikanischen Geschichte. Ihre Erfahrung und ihre Mitwirkung werden immer wertgeschätzt. Wir hoffen, dass sie noch viele wundervolle Jahre genießen werden. Barack und Michelle Obama. Voriges Jahr zu ihrem 85. Geburtstag hat sie auch ein Glückwunschschreiben damals noch von Präsident Bush bekommen. All diese Gouverneure haben ihr Glückwünsche geschickt und 8 Bürgermeister haben den 21. März ihren Geburtstag als den Srimadaji Nirmala Devi Tag deklariert, auch von diversen anderen Bürgermeistern. Sie hat in Moskau 2003 eine Auszeichnung bekommen für die beste Diagnose und Heilmethode der Regenerationsmedizin. Ich möchte jetzt nicht alle Auszeichnungen auflisten, es würde ein bisschen zu weit führen. Ich klicke das jetzt schnell durch. Sie war zweimal zum Friedensnobelpreis nominiert und hatte eine zweifache Ehrendoktorwürde einer der Universität von Bukarest und was ist die zweite? Und von St. Petersburg. Sie hat diverse andere Auszeichnungen bekommen und so weiter und so fort. So, und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen noch eine Meditation machen, wodurch diese Kundalini-Energie erweckt werden kann. Das theoretische Wissen hat eigentlich nicht viel Wert, wenn man nicht die innere Erfahrung gemacht hat. Und ich würde Sie da bitten, die Schuhe auszuziehen. Man bekommt nämlich dann über den Boden einen besseren Kontakt zur Erde. Can you bring this invitation for this Ajuga program from our stall? Yes, yes, thank you. Es gibt ein paar quasi Voraussetzungen, damit diese Kundalini erweckt werden kann und die kann man ausdrücken in Form von Affirmationen. Ja. Das sind Behauptungen, die wir sagen. Ich gehe jetzt noch einmal. Es ist so, dass das Foto von Srimadaji auch eine gewisse Unterstützung bietet. Alle Objekte, alle Personen haben eine gewisse Ausstrahlung, haben Schwingungen, Vibrationen und es funktioniert dadurch einfach leichter, diese Kundalini zu erwecken. Ich würde Sie bitten, zu Beginn die linke Hand auf den Oberschenkel zu legen, die rechte Hand, die linke Hand ist die linke Seite, ist die Seite des Wunsches, des Empfangens, die rechte Seite, die Seite der Aktion, mit der werden wir aktiv, die Hand auf das Herz legen
Anschließend die Hand auf die Oberseite des Bauches legen. Dann auf die Unterseite des Bauches. Dann wieder auf die Oberseite des Bauches. Dann wieder auf das Herz. Dann zwischen Schulter- und Halsansatz ein bisschen drücken und den Kopf etwas nach rechts neigen. Dann die Hand auf die Stirn legen, indem wir mit den Handballen und Fingerspitzen etwas drücken und ein bisschen den Kopf nach vorne neigen. Das gleiche dann beim Hinterkopf machen. Und schließlich strecken wir die Hand so durch und legen sie auf den Scheitel, auf wo die Fontanelle ist, das Kronenchakra. Gut. Ich würde Sie bitten, jetzt die Augen zu schließen, damit die Ablenkung von außen auch nicht so groß ist. Legen wir jetzt bitte die linke Hand auf den Oberschenkel, mit der Hand, mit den Fingerspitzen nach vorne gestreckt und die rechte Hand auf das Herz. Stellen wir hier jetzt die Frage. Wir können unsere Kundalini-Energie ansprechen, indem wir sagen Mutter Kundalini. Wir können aber auch Srimataji ansprechen. Sie steht in einer sehr engen Beziehung zu unserer Kundalini. Stellen wir jetzt dreimal die Frage. Mutter Kundalini, übrigens, ich würde Sie bitten, das nicht laut zu sagen, sondern nur in Ihnen, im Stillen. Mutter Kundalini oder Srimataji, bin ich das Selbst? Oder bin ich der Geist oder das Atma? Dann geben wir die rechte Hand auf die Oberseite des Bauches. Übrigens ist es überhaupt kein Problem, wenn Sie sich verzählen. Also bei dreimal geht es ja noch, aber es kommen dann höhere Anzahlen. Es kommt nicht auf die Anzahl drauf an, sondern viel wichtiger, dass wir diese Behauptungen wirklich von innen, vom Herzen her sagen. Also rechte Hand auf die Oberseite des Bauches. Stellen wir hier jetzt die Frage. Mutter Kundalini oder Srimataji, bin ich mein eigener Meister? Bin ich mein eigener Führer? Bin ich mein eigener Guru? Stellen wir diese Frage dreimal. Anschließend geben wir die rechte Hand dann auf die Unterseite des Bauches in der Lendengegend, auch eher auf der linken Seite des Körpers. Und hier bitten wir jetzt um das reine Wissen. Mit die Unterseite des Bauches korrespondiert mit dem Svadhisthana-Chakra. Und hier ist der Sitz des reinen Wissens. Sagen wir jetzt, oder bitten wir jetzt, Mutter Kundalini oder Srimataji, bitte gib mir das reine Wissen. Sagen wir das auch dreimal. Dann geben wir die rechte Hand wieder auf die Oberseite des Bauches.
wenn wir das reine Wissen haben oder bekommen, dann sind wir auch unser eigener Meister. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht von anderen Menschen abhängig sind, sondern dass wir unser eigener Meister werden. Hier behaupten wir jetzt, Mutter Kundalini oder Sri Mataji, ich bin mein eigener Meister. Ich bin mein eigener Guru. Ich bin mein eigener Führer. Behaupten wir das jetzt 10-mal, sagen wir diese Affirmation 10-mal. Als nächstes geben wir die rechte Hand wieder auf das Herz. Und wie wir schon wissen, ist hier der Sitz des Selbst, des Atmas oder des Geistes. Und wenn wir unser eigener Meister werden oder sind, dann werden wir auch dieses Selbst sein. Behaupten wir hier, zwölfmal, Mutter Kundalini oder Sri Mataji, ich bin das Selbst, ich bin das Atma oder ich bin der Geist. Sagen wir das mit voller Überzeugung. Und der nächste Schritt ist, dass wir die rechte Hand zwischen Schulter- und Halsansatz hinlegen, den Kopf etwas nach rechts neigen. Und die Affirmation für dieses Hals- oder Kehlkopf-Chakra ist Sri Mataji oder Mutter Kundalini. Ich bin überhaupt nicht schuldig. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Affirmation. Wenn wir Fehler begangen haben, dann werden uns diese Fehler vergeben vom Göttlichen. Ob uns andere Menschen vergeben, ist das ist wieder eine andere Angelegenheit. Aber wir müssen uns selber auch unsere Fehler vergeben. Und wenn wir das nicht tun, dann fühlen wir uns schuldig. Und das erzeugt eine Blockade im Halschakra. Darum sagen wir jetzt 16 Mal, Mutter Kundalini oder Sri Mataji, ich bin überhaupt nicht schuldig. Schuldgefühle sind nur ein Mythos. Und wenn uns irgendjemand einreden möchte, dass wir uns für irgendetwas schuldig gemacht haben, dann ist das nicht die Wahrheit. Das ist nur eine Strategie, um andere Menschen in eine gewisse Abhängigkeit zu bringen und besser kontrollieren oder dominieren
zu können. Übrigens, wenn Sie, Sie können auch sagen, Mutter Kundalini, ich bin frei von Schuld, wenn Sie das Wörtchen nicht verwenden wollen. Dann neigen wir den Kopf etwas nach unten und legen die rechte Hand so mit den Fingerspitzen und mit dem Handballen auf der Seite auf, drücken ein bisschen und behaupten wir hier für dieses dritte Auge oder Agya Chakra, Mutter Kundalini oder Shri Mataji, ich vergebe oder ich verzeihe nicht einzelnen Personen, sondern ganz im Allgemeinen. Vergeben. Wenn man nicht vergibt, liefert man sich diesen Menschen aus, denen man irgendwas nachträgt. Wir können uns nur von denen befreien, wenn wir ihnen vergeben. Und die Vergebung ist die stärkste Waffe des Yogis. Bei jeder menschlichen Attacke oder bei jedem Angriff oder Versuch, uns hinunterzuziehen oder zu beleidigen, wenn wir vergeben, dann prallen all diese Attacken einfach nur ab und dringen nicht in uns rein. Hier ist es nicht so wichtig, wie oft wir das sagen, sondern mehr, dass es wirklich vom tiefen Herzen ist. Mutter Kundalini, ich vergebe. Dann legen wir die Hand auf den Hinterkopf auf und neigen den ein bisschen nach hinten und im Gegenzug bitten wir jetzt das Göttliche um Vergebung. Aber in dem Moment, wo wir diese Bitte aussprechen, ist uns bereits vergeben worden, weil das Göttliche der Ozean der Vergebung ist. Das Göttliche kann alles und wird alles vergeben. Hier ist es auch nicht wichtig, wie oft wir das sagen, sondern dass es auch vom Herzen her kommt. Dann strecken wir die Hand, die flache Hand, so aus und legen die Mitte der Handfläche auf den Scheitel, auf die Fontanelle auf. Neigen den Kopf etwas nach vorne, nach unten und bitten wir jetzt 7 Mal. Und bei jedem Mal, wo wir diese Bitte aussprechen, lassen wir die Kopfhaut im Uhrzeigersinn rotieren. Und bitten wir hier Mutter Kundalini oder Shri Mataji, bitte gib mir meine Selbstverwirklichung. Sagen wir das 7 Mal und lassen die Kopfhaut 7 Mal kreisen. Dann lassen wir den Druck auf den Scheitel immer weniger werden, bis die Hand so ganz langsam hochgeht, so circa 10 cm über dem Scheitel. Fühlen wir dort jetzt,
ob wir eine kühle Brise wahrnehmen können. Wir können jetzt auch die Augen langsam wieder öffnen. Fühlen Sie bitte mit der Hand, mit der rechten Hand über dem Scheitel, ob Sie einen leichten Energiestrom spüren. Dann fühlen wir mit der anderen Hand das Gleiche. Es kann nämlich sein, dass man es in einer Hand stärker als in der anderen spürt. Sollte so ein ganz leichter Energiestrom sein, der da jetzt fühlbar wird, es kann sein, dass dieser Energiestrom, also im Idealfall wäre das eine kühle Brise, die man da wahrnimmt. Es kann aber auch sein, dass man Wärme spürt. Und das ist auch ganz normal, weil in unseren Energiezentren ja auch die eine oder andere Blockade ist und dadurch entsteht Reibung. Und diese Reibung spürt man dann durch eine innere Wärme. Oder auch eine Wärme auf den Händen. Darf ich Sie fragen, wer es gespürt hat? Vielleicht den kleinen Finger heben oder so? Mich würde es nur interessieren. Eindeutig, oder doch einige oder vielleicht 60%, sagen wir mal. Ist ein gutes Zeichen, wenn man es spürt. Wenn man es nicht spürt, macht es auch nichts. Man soll sich erstens einmal nichts einreden, es ist keine Suggestion, sondern eine reelle Erfahrung. Die Art und Weise, wie man es in sich spürt, ist auch ein Ausdruck dessen, in welchem Zustand unsere Energiezentren sind. Das heißt, wenn die Energiezentren in einem guten, balancierten Zustand sind, dann wird die Kundalini automatisch stärker aufsteigen. Wenn doch Blockaden in den Energiezentren sind, dann kann es sein, dass die Kundalini sogar irgendwo stecken bleibt, in einem bestimmten Chakra und da einfach nicht weiter kann. Und dafür gibt es aber eine Möglichkeit, Blockaden zu lockern durch Energiearbeit mit den Händen. Und diejenigen, die es jetzt nicht oder die sich nicht ganz sicher sind, ob sie es gespürt haben, diejenigen möchte ich jetzt gerne einladen, zum Stand Nummer 44 zu kommen und vielleicht Energiearbeit zu bekommen und eventuell die Chance bekommen, das doch zu spüren. Wir führen an mehreren Orten in Bayern, aber natürlich auch in München Meditationskurse durch, wozu ich Sie auch gerne einladen möchte. Übrigens, man kann für die Kundalini-Erweckung und für diese Meditationskurse nichts zahlen. Jeder Mensch hat das Recht darauf, diese Kundalini erweckt zu bekommen. Das ist eine natürliche Energie, die in uns ohnehin vorhanden ist. Aber jeder Mensch hat auch das Recht, dass diese Energie erweckt wird. Und jeder Mensch hat auch das Recht, diese Sahaja-Yoga-Meditation zu lernen, und darum verlangen wir bei unseren Kursen keinen Eintritt. Das Einzige, worum wir manchmal bitten, ist ein kleiner Beitrag für die Raummiete. Und wir haben Kurse, wie gesagt, in München, in der Nähe vom Gasteig ist unser Meditationszentrum, wo jeden Donnerstag so ein Einführungsprogramm stattfindet, wo man auch jederzeit einsteigen kann. Wir haben auch in Landsberg, in Rosenheim, Nürnberg und so weiter auch Meditationskurse, wo man auch jederzeit dazukommen kann und das einmal unverbindlich ausprobieren kann. Und ich würde es Ihnen wirklich empfehlen, ausprobieren, vielleicht 2-3 Wochen, geben Sie sich die Chance und fühlen Sie mal hinein, wie das so ist. Und bei diesen Kursen
wird nicht nur das theoretische Wissen über Sahaja Yoga, über die inneren Kanäle, die Energiezentren vermittelt, sondern vor allem die Anleitung zur Meditation. Und das Ziel jedes Kurses ist, dass man auch lernt, alleine zu Hause zu meditieren. Den besten Fortschritt hat man natürlich, wenn man es regelmäßig macht. Es ist so wie beim Zähneputzen. Zweimal täglich wäre das Beste in der Früh und am Abend. Es gibt auch diverse Reinigungsmethoden, die man dann lernen kann. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Mitmachen. Und wie gesagt, falls Sie noch Fragen haben, dann können Sie gern zum Stand kommen und diese Fragen stellen. Okay. So, schönen Abend.